Hallo, hier sind wieder Brinja und Wendy. Wir möchten euch heute unsere Produktpalette vorstellen. Wendy hat hier einmal ein eingepacktes Paar für euch mitgebracht, sodass ihr seht, dass sie eben in Paaren kommen, bis auf die Physios, die sind einzeln. Dazwischen ist die DVD. Falls ihr die nicht findet, schaut euch das Unboxing-Video an, dann wisst ihr ganz genau, wo ihr suchen müsst. Wir fangen jetzt mal mit der härtesten Variante an. Das sind die Hard Pads. Die sind wirklich sehr hart, haben wenig Nachgiebigkeit, aber geben unter Druck und Wärme nach. Ist also wunderbar geeignet für den Start mit ängstlichen Pferden, für Pferde, die sehr instabil sind, Pferde, die sich eventuell von einer Verletzung erholen. Da sind diese wirklich wunderbar einsetzbar. Wir können hier beide Seiten benutzen. Die sind zwar beide gleich in dem Falle, aber auch hier können wir beide Seiten benutzen. Dann haben wir die abgeschrägte Variante, die Hard Slants. Die sind pink, haben einen Winkel, sodass ihr die Gelenkstellung der Pferde verändern könnt. Viele Pferde profitieren davon, wenn sie einfach mal ein anderes Gefühl für ihren Körper kriegen. Die sind dabei sehr hart, also auch gut geeignet für ängstliche und instabile Pferde. Jetzt wird es etwas weicher, und zwar die Firm Slants. Firm Slants kommen gleich. Die Firms sind etwas weicher, haben schon eine gewisse Nachgiebigkeit, sind das Starterpad für, ich sag mal, die etwas normaleren Pferde. Pferde, die nicht ängstlich sind, die sich nicht von einer Krankheit erholen oder die halt nicht besonders instabil sind. Das Pad kann ich auch von beiden Seiten verwenden. Ich habe einmal eine diffuse Seite, wo der Druck sich etwas verteilt, und eine direkte Seite, wo der Druck wirklich direkt in den Schaumstoff hineingeht, sodass wir hier zwei Einsatzmöglichkeiten nochmal haben. Auch die Firms haben wir eben als schräge, als Firm Slants. Die haben auch wieder diese Winkelung, sodass ich auch hier wieder mit den Gelenkwinkeln des Pferdes etwas spielen kann und da nochmal neue Ideen in das Nervensystem des Pferdes mit einbringen kann. Dann haben wir die Medium Pads. Die Medium Pads haben sehr viel Federung. Das kann Pferde am Anfang sehr erschrecken, deswegen fangen wir mit diesem Pad in der Regel nicht an. Viele Pferde, die ein bisschen, ja, etwas träger sind, etwas wenig Schwung im Gang haben, können von diesem Pad sehr profitieren. Und auch dieses Pad kann ich wieder von der diffusen und der direkten Seite verwenden. Dann haben wir hier die Soft Pads. Die sind ganz weich. Viele Pferde, denen die Hufe wehtun, Pferde mit dünner Sohle, Pferde mit Hufrehe, finden das sehr angenehm, auf diesen Pads zu stehen. Aber eben auch Pferde, die diese Idee des Weichen brauchen, profitieren sehr davon. Auch die haben wieder zwei Seiten, diffus, direkt. Ganz einfach. Nun kommen wir zu den Physios. Die werden einzeln geliefert, sind etwas dünner und größer als die normalen Pads, sodass ich die eben wunderbar einsetzen kann bei wirklich sehr instabilen Pferden, sehr ängstliche Pferde. Ihr seht, die haben zwei Schaumstoffe, einmal den grauen und eben diesen weißen mit der orangenen Farbe. Die Oberseite ist etwas härter, die Unterseite etwas weicher. Hier kann ich auch beide Seiten verwenden und eben wunderbar geeignet für Pferde, die noch nicht so viel Instabilität vertragen. Wir zeigen euch das einmal im Vergleich. Ihr seht, deutlich schmaler und von der Größe eben halt auch etwas größer in allen Richtungen. Das Ganze gibt es noch in der doppelten Größe. Das Full Physio hat die gleichen Eigenschaften im Prinzip wie das kleine, ist aber wunderbar geeignet zum Beispiel für Hufschmiede. Wenn die Pferde schlecht stehen können, nicht ruhig stehen mögen, kann ich zum Beispiel beide Vorder- oder Hinterhufe da drauf platzieren. Oder man kann sich auch mal drauf knien, wenn man lange am Pferd arbeitet. Aber auch für Therapeuten und Tierärzte ist das ein super Mittel, um die Pferde etwas zu beruhigen, sodass sie die Behandlung entspannt über sich ergehen lassen können. Wir haben euch das jetzt hier noch mal ein bisschen zusammengefasst. Wir haben also die Hard- und die Hard-Slants, die Firm- und die Firm-Slants. Dann haben wir Medium und Soft. Und im Hintergrund seht ihr die Physio-Pads. So viel zu unseren Produkten. Danke, Wendy, für die Assistenz. Und wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch bei uns. Wir helfen euch gerne weiter.